Servus Leute, heute geht's weiter. Jetzt wird noch der Wechselrichter da oben montiert. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Die beide zeige ich euch jetzt. Und los geht's. So großartige Anleitung ist. Also großartige Anleitung ist auch nicht dabei. Es gibt keine Befestigungsschraube beim Wechselrichter. Ich habe jetzt einfach eine genommen von dem Montageset. Und zwar habe ich einmal hier ja so eine Montageklemme für die Panels. Und hier habe ich dann das Loch, mit dem das ganze Ding befestigt wird. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten hier oben an der Schiene das zu befestigen. Als erstes habe ich mir hier mal eine Markierung gemacht, wo die Mitte ist, damit ich weiß, wo die Panels ungefähr nachher zusammenkommen. Und den Wechselrichter montiere ich dann hier auf der Seite ein bisschen unter einem der Panels. Also hier ist jetzt an der Oberschiene die Mitte. So, ich kann den Wechselrichter einmal hier so unter drunter befestigen. Mit der Kühlrippe nach oben oder ich drehe das ganze Ding rum. Und befestige es mit so einer Klemme hier oben drauf, dann sind die Kühlrippe nach unten. Beides ist hier möglich. Unterm Panel hat man ja auch Platz, so 2 cm ungefähr. Von dem her ist das kein Problem. Der Wechselrichter werde ich jetzt von oben montieren. Man kann den auch ja von unten montieren, wie ich es gerade gezeigt habe. Dazu steckt man so eine Einführungshülse rein. Das ist eine Audi-Hülse, wo man nachher die Panels festmachen damit. Und die sind auch so ein bisschen beweglich hier. Und wenn sie festgezogen wäre, sind die dann stabil. Allerdings muss man jetzt hier natürlich so eine Schraube kürzen. Die Schraube war jetzt dort in dem Set dabei, um die Panels zu befestigen. Ich habe mir das jetzt so gerichtet, also ist hier die Schraube. 1,5 cm ungefähr und gerade noch eine Unterlagscheibe. Und jetzt schiebe ich die da in die Schiene rein. Wechselrichter drauf. Schön festmachen. So. Bei der Kabeldurchführung macht ihr am besten so eine Schlaufe. Also hier. Guckt ihr, dass das Kabel hier quasi in der Schlaufe nach unten geht und dann erst ins Dach rein, weil dann, wenn Wasser runterläuft hier, dann tropft es hier unter ab am Kabel. Bei mir wird es jetzt diese Ziegel, denke ich, werden. Jetzt muss die natürlich wieder raus und dann müssen wir da wieder ein Stück abflexen, damit das Kabel durchpasst. Es wird doch eine weiter oben. Bei mir wird jetzt die Ziegel, die ist weiter oben. Da kann ich auch schöner mit dem Kabel unter reinfahren und ich kriege die noch besser raus, weil die untere kriege ich jetzt nicht mehr raus wegen der Schiene hier. Jetzt schon vom letzten Video, ich mache jetzt hier die 3 Stege hier weg und da passt dann das Kabel auch schön durch. Da wird es auch nicht gequetscht. Wir haben jetzt hier ungefähr 1 cm Luft gemacht und zusätzlich noch hier diese Einkerbung unten. So, jetzt kommen die Dachziegel wieder rein. Gut, Absturz einer Ziegel. Okay. Sieht man hier die Schlaufe einfach, das Kabel und das ist auch locker. Also das ist nicht gequetscht, das ist super. Ich kriege jetzt hier über dieses Kabel eigentlich keine so UV-feste Schutzhülle drum. Das könnte man jetzt noch machen, mache ich auch an den Panels. Allerdings geht es jetzt hier nicht, da müsste ich den Stecker abschrauben, der Original, das möchte ich jetzt auch nicht machen. Ich denke, das Kabel ist UV-fest, werden wir ja sehen in ein paar Jahren. So, bei mir sieht das jetzt folgendermaßen aus. Da oben hängt jetzt der Wechselrichter und oben drauf kommen dann schön die Panels.
Das war's auch schon wieder mit diesem Video, wie ich den Wechselrichter montiert habe. Im nächsten Video machen wir dann die Panels hoch und schließe das Ganze mal an. Und danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da, Abo nicht vergessen, bei Frage oder Tipps, wie ich es besser machen könnte, ich bin ja auch kein Profi und sowas, dann bitte in die Kommentare und bis zum nächsten Video.